So, moin zusammen. Der Gregor ist wieder hier. Es ist Mittwoch. Normalerweise ist heute eigentlich die Reihe zurück auf Anfang dran. Aber, ihr hört schon, Kaffee ist dabei. Da gerade gestern, am Dienstag, die neue Karte rausgekommen ist, die, wie heißt diese Karte? Moment. Wo haben wir denn? Die da, die Quattro Colinas. Die Quattro Colinas ist gestern rausgekommen. Beziehungsweise heute, weil ich nehme sie jetzt am Dienstag auf. Aber es wird ja morgen erst gesendet. Ja, sie ist gerade raus. Ich habe sie gerade frisch installiert. Und demzufolge habe ich mir gedacht, weißt du was, wir machen morgen, also Mittwoch, mal nicht zurück auf Anfang, sondern ich stelle euch die Karte vor. Vielleicht hat die ja noch einer noch nicht, vielleicht will sie einer kaufen. Vielleicht denkt sich einer, wozu eine neue Karte? Ich habe die anderen noch nicht mal durch. So sieht die aus. Erstmal. Schön allein. Wir sind gerade hier am Spawn. Ne? Also, ich habe noch nichts gemacht hier. Ihr seht es auch, ich habe einen Pelzhandschuh an. Ich hatte nämlich letztens auf der Midway Tiger noch ein bisschen gejagt. Da habe ich ja ganz gerne den Pelzrüstung an. Die Pelzrüstung, sage ich schon, die Pelzuniform, also Kleidung. Ja, und wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir mal da hinten erstmal hinkommen. Wir müssen nämlich erstmal den ersten Außenposten holen. Und das machen wir jetzt. Ne, die Spur hier rechts. Ach, die können wir jetzt auch mal schnell mitnehmen. Ich habe zwar. Hat zwar Waffen dabei, aber das ist halt das, was ich beim letzten Mal dabei hatte. Als ich in der Mitbeteiligung gewesen bin. Ich will noch gar nicht jagen. Erstmal noch nicht. Ne, wir machen jetzt erstmal ganz kurz hier die Spur. Wir haben Wildschwein. Da vorne haben wir dann. Was haben wir hier? Zerwühlte Vegetation. Einmal eine Kotspur, die dürfte eigentlich alt sein. Es ist eine alte Spur. Brauchen wir uns also gar nicht darum zu kümmern. Ihr kennt das. Alte Spuren geht man nicht nach. So, hier vorne ist dann auch der erste Aussichtsturm. Oh, ihr hört es. Wölfe gibt es hier auch. Ja. Aber genauso wie bei Yukon wird es so sein, das Heulen habt ihr ständig. Wölfe finden ist was ganz anderes. Wo die Wölfe zu finden sind, das werden wir dann auch irgendwann rauskriegen. Ich werde jetzt heute zwei Folgen aufnehmen. Eventuell, muss ich mal gucken, noch ein paar mehr, die ich dann vielleicht Samstag oder Sonntag mit rausbringe, weil das ja gerade eine neue Karte ist. Vielleicht dementsprechend auch dementsprechend interessant. Wir werden jetzt die ersten Folgen auf jeden Fall das so machen, dass wir die ganzen Aussichtstürme und Außenposten erstmal aufdecken. Also Missionen mache ich jetzt erstmal gar nicht. Ja, weil für mich ist immer erst wichtig, dass ich erstmal die Außenposten kriege. Und normalerweise hätte ich das auch so gemacht, dass ich erstmal mit dem Quad durch die Gegend fahre und da die ganzen Außenposten abfahre. Machen wir heute nicht. Wir machen das Ganze per Pedis, also zu Fuß. Obwohl per Pedis, glaube ich, mit dem Fahrrad heißt, ne? Oder? Ne, egal. Auf jeden Fall gehen wir zu Fuß. Ich werde auch mal die neue Waffe holen, die dann mit in diesem DLC mit drin ist. Die 6.5 Magnusson oder so ähnlich. Werden wir gleich sehen, wenn wir beim Außenposten sind. So. Dann wollen wir mal schauen, dass wir dann diesen schönen alte Turmruine hochklettern. Gehen wir mal gucken, ob hier nicht eventuell irgendwo auch noch so ein Sammelgegenstand ist. Na gut. Na komm, lauf. So, 53 FPS, läuft also stabil und relativ gut. So. Also, da haben wir schon mal den ersten Rundblick. Schöne Lavendelfelder, Sonnenblumenfelder, Weizenfelder. Landwirtschaftliche Gegend. Das ist doch schön. So. Und du? Okay, wir sind also ein bisschen falsch gelaufen, glaube ich fast. Da unten wird uns gesagt, sollen wir uns das nächste hin. Eröffne Casa Alfonso. Mhm. Was immer Casa Alfonso sein soll. So.
Also, wir sind hier, haben jede Menge Posten. Und was dieses Casa Alfonso sein soll, ich vermute mal, dass das ein weiterer, also dass das schon, dass hier in diesem Gebiet drei Außenposten sind. Einmal hier oben, ne, da oben einmal hier und einmal hier. Da wir zudem sowieso hin sollen, haben wir gedacht, gut, dann machen wir hier den Wegpunkt hin und latschen mal dahin. Das ist da hinten, 1 Kilometer. Ich hätte mir den Wegpunkt natürlich auch sparen können, klare Sache. Oh. Ah, ja. Ja. Gut, alles klar. Nehmen wir doch mal lieber das da. So, 1 Kilometer da hinten, also ist das dann. Dann wollen wir mal schauen, dass ich nicht. Vielleicht doch noch hier. Oh, da ist auch noch so ein Informationspunkt. Dann können wir den auch gleich mitnehmen. Mal ein bisschen rundgucken hier. Ist hier was? Wahrscheinlich nicht. So, dann nehmen wir den zumindest mit auf den Wegpunkt. Mal testen, ob wir hier nicht runterspringen können. Können wir. Okay, so viel Fallschaden gibt es nicht. Also ihr braucht gar nicht dann so runterzusteigen. Das geht also ganz einfach auch mit runterspringen. Ein bisschen Schaden kriegt ihr. Aber ich hätte eigentlich erwartet, dass man da mehr Schaden kriegt. Also wenn ich da in Hirschfelden vom Turm runterspringe, bin ich tot. So, es ist tagüber, deswegen müssen wir auch mal ganz kurz die Visiere austauschen. Die habe ich ja überall. Die Cyclone, die Solokin habe ich dabei und die 300 Canning Magnum. Was gibt es hier für Tiere? Das wollte ich noch eben kurz nachgucken. Da. Ne? Blödsinn. Fauna. Gucken wir mal, das müsste ja dann wahrscheinlich ganz hinten stehen. Iberischer Wolf, europäischer Mufflon, das ist eine Art Schafart, würde ich fast behaupten. Ja, ist ein Wildschaf. Südlicher Ibex, das ist eine Art Ziege. Beside Ibex, Gredos Ibex, Ronda Ibex, also alles Ziegenarten. Der Präriebeson ist nicht hier. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ein Feldhase. Okay. Die gibt es hier auch, das weiß ich schon. Was es hier auf jeden Fall geben wird, das sind Rehe. Es ist Rotwild, das habe ich schon gehört. Und es sollte noch eine 10. Das ist das Wildschwein. Das bedeutet, wir haben keine großen Tiere. Das heißt also, die großen 300er oder die 338er, die werden wir hier kaum benötigen. Zumindest nach jetzigem Stand der Dinge. So wie ich das hier sehe. Also ich wüsste nicht, dass wir irgendwas haben, was wir in der Waffenklasse 4 erlegen müssen. Aber das werden wir dann im Laufe der Zeit dann rauskriegen. Weil Schafe erlegt man nicht mit Magnum-Munition und Ziegen auch nicht. Wölfe ist auch maximal Waffenklasse 2 bis 3 höchstens. Eher 2. Ne, 3. Mit 30 nur 6 habe ich die sonst gut geschossen. Ne, Rotwild ist auch Waffenklasse 3. Rehe ist eigentlich 1. Und Wildschwein ist eigentlich 2. Kann auch mit 3 geschossen werden, auch mit dem 3006. Also mit Waffenklasse 4 haben wir hier gar nichts zu tun. Tja, nur. Also, wer denkt, wir kriegen das so eine schöne Karte, wo lauter Bisons rumlaufen, davon haben wir jetzt mittlerweile auch wirklich genug. Wir haben also 4 Karten, wo es Büffelartige gibt. Savanne. Ja, wir haben die hier Schwelden-Karte. Dann haben wir halt Yukon. Und Park Fernando. Das sind die 4 Karten, wo es büffelartige oder bisonartige Tiere gibt, die man schön mit Waffenklasse 4 jagen kann. Hier ist das nicht der Fall. Ja, soll ich jetzt darüber mich ärgern oder mich darüber freuen? Das weiß ich dann nicht so richtig. Es wäre ja schön gewesen, wenn man etwas gehabt hätte, wo man sagt würde, okay, diese Karte ist dann mehr für Schrot, beispielsweise Schrotjagd. Ne? Wäre ja auch mal eine schöne, wenn man jetzt eine spinnende Karte gäbe, die eigentlich speziell dafür gedacht ist. Aber ja, du. Ist nicht, gibt es nicht.
Dann wollen wir mal schauen. So, was haben wir hier? Untersuchen. Unsere Wachtürme stehen auf dem Fundament der militärischen Außenposten, mit deren Hilfe diese Region früher gesichert wurde. Damals wurden diese Orte aus strategischen Gründen ausgewählt zum Erspähen näher rückender Truppen. Heute sind sie für Jäger und Touristen gleichermaßen perfekte Aussichtspunkte. Okay. Ja. Also doch keine Burgruine, was ich so gedacht habe, sondern halt zwar alte Festungsrelikte, aber halt keine richtigen Ruinen. So, ihr kennt das, ne, wenn ich hier, lass mal hin, das ist ein Stein, wenn ich hier erstmal eine offene Fläche überqueren möchte, erstmal gucken, ob hier was ist. Könnte ja sein. Füchse gibt es hier anscheinend auch nicht, ne? Weil die Füchse war zumindest nach meinem Kenntnisstand nicht hier mit drin. Bin mal gespannt, wo wir das erste Tierchen treffen werden. Ist ja mal auch ein bisschen höchst ungewöhnlich. Ne? Dass wir also, ich weiß nicht, ob es irgendeine Karte gibt, wo wir gerade mal die ersten Schritte gelaufen sind, noch keine Tiere gesehen haben. Das sind Steine. Ich habe auch noch keinen einzigen Call gehört, keinen Ruf. Gut, wir haben zwar Wildschweinspuren gesehen, aber richtige Tiere noch nicht. Da vorne ist mal wieder eine Spur. Mal sehen, was das wohl sein könnte. Sieht aus, als wäre das eine Spur, die einfach mal irgendwo anfängt. Was haben wir denn hier? Ein Feldhase, sehr alt. Ah ja. Feldhase. Es war schön, dass man hier Spuren von den Feldhasen findet, aber keinerlei Bedürfniszone. Ja komm, das ist doch wurscht. Ich will diese mehr Informationen nicht haben. Kann da mal weg. Na, endlich. Mal trotzdem mal gucken. Vielleicht taucht ja irgendwo ein Feldhase auf. Ich wäre ja auch mit dem schon mal zufrieden, aber... Da das eine alte Spur ist, würde ich fast mal behaupten. Warte was? Nein, da war nichts. Mal wieder so eine Lücke im Gebüsch, wo die Sonne durchgeschienen hat. Ja, ja. Wird eine trockene Runde hier werden, wenn wir kein einziges Tier kriegen hier. Aber so ist das vielleicht halt mal, dass man halt auch mal Gebiete hat, wo nichts los ist. Alles nur so Spuren, so Kotspuren, aber kein Bedürfnisgebiet. Mal da mal kurz rüber gucken, mal rüber linsen. Was ist das? Achso, das sah jetzt gerade so ein bisschen aus wie so ein Tunnel. Ja, war es aber nicht. Das ist eine etwas größere Spur hier vorne. Der Feldhase. Ich wusste gar nicht, dass Feldhasen traben können. Hoppeln, ja. Aber traben? Ey, guck mal eine an. Da ist ja was. 2 bis 3 Kilo. 3 bis 4 Kilo. Männchen ist kleiner. Okay. 96 Meter. Jetzt habe ich natürlich nichts da für Waffenklasse 1. Ne? So. Vasquez Cyclone, die würde ich auf diese Reichweite nicht nehmen. Wir nehmen dann also dann doch lieber. Ja, komm.
Die Eggers, woran habe ich das jetzt erkannt, dass die da sind? Ihr seht es vielleicht ganz, ganz schwach zwischen diesen beiden Heuballen da vor uns. Da vorne in der Mitte ist ein Heuballen, näher zu uns, davon links gesehen ist so ein kleiner Heuballen weiter weg. Und ganz schwach für mich zu sehen, ich weiß nicht, ob es im Video rüberkommt, da sind so kleine dunkle Flecken auf dem Feld. Zwischen diesen beiden Heuballen. Ja, die bewegen sich auch, diese Flecken, und daran habe ich es gesehen. Ja, mal gucken. Na, bei dir zumindest. Ja, ich weiß, ist die falsche Waffe. Aber ich möchte doch zumindest ein Tier hier gesehen haben. Jetzt ja mal auf die Cyclone hier wechseln, obwohl die eigentlich auch zu stark dafür ist. Aber hier ist ein Futtergebiet, das ist schon mal schön. Bedürfnisgebiete, das brauchen wir. So. Haben wir den ja getroffen. Gut, klar, logisch, Ethikbonus 0, klar. Viel zu groß, ihr seht es selber. Der Schusskanal ist viel zu groß. Wo habe ich das denn getroffen überhaupt? Ja. Gerade mal. Naja. Ne? Männlicher Feldhase. So, und da vorne ist schon der nächste. Ganz, ganz schwach zu sehen, da. Auf der Entfernung arbeitet das Ganze doch einigermaßen zuverlässig. Sehr schön. Wenn man genau Ausschau hält, ihr seht es, dann sieht man auch was. Wenn die Tiere, so wie hier jetzt, vor diesem hellen Hintergrund sind. Da vorne, bei diesem Lavendelfeld, wird das Ganze sehr viel schwieriger, weil die Tiere sind dunkel gefärbt. Und wenn sie dunkel gefährdet sind und vor dunklem Hintergrund stehen, wird das ein bisschen schwierig, die zu erkennen. Deswegen ist es ganz gut, dass das Futtergebiet hier auf dem hellen Hintergrund zu sehen ist. Was ist das da vorne? Ein Schatten? Ja, ist nur Schatten. So, was haben wir hier? Auch kein Ethikbonus, klar, es war von Klasse 2 und den habe ich in den Nittelauf geschossen. Naja. Naja. Dolle Schüsse waren das bislang nicht, das macht aber erstmal nichts. Erstmal gucken, ob da nicht doch wieder irgendwo noch was anderes ist, weil es sind ja auch ein paar weibliche Tiere hier gewesen. Sie könnten ja wieder zurückkommen. Ich dachte, ich hätte was gesehen, aber nein. Ja, also hier diesen Lavendelfeld kann man die mit Sicherheit nur ganz schwer entdecken. Deswegen hoffe ich ja noch so ein bisschen, dass sie vielleicht nochmal zurückkommen. Allerdings sehe ich das auch gerade, dass die Bedürfniszone, die Bedürfnisgebiete gar nicht mehr da sind. Zwar ist die Zone an sich da, ja, aber eben nicht die richtigen Bedürfnisflecken, sagen wir so. Aber das ist auch nicht schlimm. Wir wollten ja eigentlich sowieso keine Hasen jagen. Vor allem nicht mit der falschen Waffe. Na ja. Drohendes Klopfen. Mhm. Da ist der nächste.
Der Schuss ging daneben, glaube ich. Ich würde mal sagen, dass der Schuss daneben ging. Oder er ging durch. Das kann natürlich auch sein. Das sieht mir sogar auch der Fall aus, dass der wohl durchging. Weil ich habe hinten, hinter dem Tier, deutlichen Aufschlag gesehen. Also wird das wahrscheinlich ein Durchschuss gewesen sein. Das ist ein Stein. Ja. Ja, der ist durchgegangen. Ah ja. Gut, jetzt lassen wir die Hasen hier langsam mal sein. Ich möchte jetzt gleich noch ganz ehrlich in den nächsten 5 Minuten mal beim Außenposten ankommen. Und vor allem mal die Kleidung wechseln hier. So, dann haben wir schon mal die ersten 3 Feldhasen für diese Mission, für diese Folge. Nicht für diese Mission, für diese Folge. Das ist auch schon mal was wert. Die Fliege war hier jetzt hier gerade eben beim zum Spiel. Also das war keine Fliege bei euch, die ihr nachsuchen müsst. Wenn, dann wäre eine bei mir im Kopfhörer drin und das, glaube ich, mal ein bisschen weniger. Na komm. Normalerweise laufe ich zwar nicht, aber jetzt haben wir gedacht, was, wir sind schon bei 21:43 und ich habe schon 2 Minuten, glaube ich, laufen lassen, ohne die Stoppuhr anzumachen. Deswegen... Let's run. Drohendes Klopfen vom Feldhasen. Gut. Sollen wir recht sein. Totaler Unsinn ist, jetzt zu laufen hier. Erstmal, Spanien ist normalerweise ein relativ warmes Land und ich habe hier auch noch Pelzkleidung an. Naja. So. Das sieht schon ein bisschen spanisch aus, ne? Ich lasse das jetzt mal nicht weiter, ich will das nicht weiter kommentieren. Spanische Flagge, klar. Also zumindest spanisch angehauchte Flagge. Ja. Erstmal den Charakter ein bisschen ändern. Hier die Arktis-Kleidung brauchen wir nicht. Waldtarn-Outfit. Ich habe nur diese paar. Na komm, wir nehmen das mal. Passt zwar nicht so ganz, aber egal. So. Stimmt. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Es gibt ja noch eine neue Waffe. Wo haben wir sie denn? Eckers King, die wollen wir nicht da haben. Martinson 6,5 mm Blitz in schön olivgrün. Donner in weiß. Und die ist sogar... Warum kostet die 10.000, die 10.000 und die kostenlos? Was soll das? Ein Geschenk von Don Miguel Alejandro del Bosque Escalleda. Sein eigenes von Hand gefertigtes Martinson 6,5 mm Kammerverschlussgewehr. Freigeschaltet durch den Abschluss seiner Mission im Cuatro Colinas Jagdrevier. Was denn für Mission? Wir haben doch gar nichts gemacht. Wir haben doch nur 2 gemacht hier.
Ach, deswegen ist es auch. Klar, deswegen ist es auch nur grau. Klar, logisch. Okay. Gut. Ist doch gesperrt. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage. Kaufe ich mir die? Weil kaufen kann ich sie mir auf jeden Fall. Oder mache ich erst die Mission? Ich kaufe mir die. Ist mir scheißegal. So. Kompatible Gegenstände. Was haben wir da? 6,5 mm Polymer. Spitzengeschoss mit Durchschlagskraft oder Teilmatzgeschoss mit weniger Aufpilzung und halber Durchschlagskraft. Ihr kennt mich, ich kaufe uns grundsätzlich die mit Durchschlagskraft. Bin nicht so der große Freund von anderen Sachen hier, ja, diesen Aufpilzungsmunitionen hier. Was haben wir da? Die ganz normalen Visiere. Dieses Tritium-Trivision ist total Unsinn. Und das Reflexvisier Red Raptor habe ich noch nie benutzt. Brauche ich nicht. Heißt also, wir können diese Munition ganz normal nehmen. So, die 300 Canning Magnum packen wir sowieso raus. Die brauchen wir nicht. Die Vasquez Cyclone tun wir auch mal weg. Brauchen wir eigentlich auch nicht. So, wir haben eine Waffenklasse 3, Waffenklasse 2. Wir nehmen die Waffenklasse, die Martinez mit rein. Und ich werde wahrscheinlich für die ganz kleinen Tierchen die 223er Dozent noch mitnehmen. So, das heißt also 223er Munition und die 6,5 mm Munition. Ja, komm, wir machen hier einen kleinen Cut. Die Folge ist zu Ende hier. Ich muss das Ganze bis morgen noch hochladen. Das ist viel schlimmer. Ja, wir sehen uns gleich. Nächste Folge kommt. Bis gleich.